Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Ich vergesse die Physik nicht und ganz besonders, sag ich mal, was Besonderes hergeholt. Was ich hoffe, man kann es in der Kamera sehen. Ich habe hier etwas Schönes. Es geht um diese lustige Flüssigkeit, die da unten drin ist. Das hier ist Kanada-Balsam, was ich hier habe. Genau. Hier ist die Flasche, aus der es kommt. Und das hier ist ein Aufbewahrungsgefäß dafür. Das wird benutzt für die Mikroskopie, weil es hat eine ganz besondere Eigenschaft. Man kann hier sehen, man kann hier sehen, das ist so eine gelbe Flüssigkeit, aber was ganz besonders erstaunlich ist, ist, wenn man auf den Glasstab achtet. Seht ihr das? Der Glasstab ist quasi, ich halte das mal direkt davor, so gut wie verschwunden, wenn ich das hier mal so hin und her drehe. Der Glasstab ist oben in der Luft super zu erkennen, aber er ist da unten kaum zu sehen, also nur ganz, ganz leicht. Und das hängt mit einer ganz wundervollen physikalischen Eigenheit zusammen von Kanada-Balsam. Kanada-Balsam ist quasi Baumharz eines bestimmten Baumes, der irgendwie in Kanada heimisch ist. Den Baum habe ich gerade vergessen. Und der hat rein zufällig, also dieses Harz, hat rein zufällig denselben Brechungsindex wie Glas. Und deswegen wird es für die Mikroskopie benutzt. Weil wenn es keinen Brechungsindexunterschied gibt, dann gibt es halt keine Grenzfläche, wo irgendetwas reflektiert werden kann. Ja, also und dann sieht man das auch nicht. Also dann verschwindet Glas quasi. Und darin werden Proben eingebettet, damit quasi kein Brechungsindexunterschied zwischen dem Deckgläschen, der Probe, dem Einbettungsmedium und der anderen Seite des Glases ist, sodass man tatsächlich die höchste Auflösung aus einer Probe herausbekommt. Und das ist tatsächlich ein Naturprodukt. Es gibt zwar mittlerweile synthetische, künstlich hergestellte Einbettungsmedien, aber Kanada-Balsam wird immer noch benutzt, weil es wird halt aus Bäumen gewonnen. Es ist einigermaßen teuer, aber die künstlich hergestellten Produkte sind tatsächlich noch ein Stück teurer und deswegen benutzt man für Probenpräparationen in der Mikroskopie, gerade für Dünnschnitte oder sowas, häufig noch Kanada-Balsam. Das wird dann, also das wird aufgetragen und es härtet dann aus innerhalb von mehreren Tagen und man hat eine Dauerprobe, die keinen Brechungsindexunterschied hat. Und was Brechungsindexunterschiede noch so machen, warum das so spannend ist, da haben wir bei unserem kleinen Projekt Plötzlich Wissen auch einen Artikel zugeschrieben. Da geht es dann eher darum, wie man unter Wasser sieht und was da die Schwierigkeiten sind. Da habe ich auch ein schönes GIF zu produziert, was ihr unter dem Link findet. Plötzlichwissen.de Experiment unter Wasser sehen. Weil zum Beispiel sind auch so Dinge wie diese dünnen Plastiktüten, die wir so kennen. Wenn die unter Wasser sind, dann werden die oft von Meerestieren mit Quallen verwechselt, weil Quallen haben einen Wassergehalt von 98% oder 96%. Und wenn man so eine Plastiktüte hat, die unter Wasser ist und die füllt sich mit Wasser, dann sind die zum Verwechseln ähnlich mit Quallen. Und gerade Schildkröten sterben häufig daran, weil sie diese dünnen Plastiktüten auffressen. Und das kann man alles verstehen, indem man sich mit dem Brechungsindex auseinandersetzt. Und ja, diese Probe hier habe ich gerade hier stehen. Ich muss mal gucken, ich habe für Karl Roth, das ist eine Firma, die solche Sachen herstellt, auch mal einen Artikel geschrieben, wie das aussieht mit Brechungsindizes bei der Mikroskopie. Den Link habe ich jetzt aber in der Pause auf die Schnelle leider nicht gefunden. Ich werde den bei Zeiten wahrscheinlich vielleicht nochmal nachreichen und den Plötzlich-Wissen-Artikel wollte ich eh demnächst mal aktualisieren. Das war's mit der Physik. Genau. Ich krieg meine Augen von dem GIF nicht mehr weg. Achso, von dem Dings, wo die Kugeln rauswachsen? Mhm. Ja, ist lustig, ne? Total. Jetzt aber zurück zu Democracy. Was ist hier passiert?
Hat er jetzt einfach nächste Runde gemacht? Also ja, es ist die nächste Runde. Ja, es ist die nächste Runde. Um Gottes Willen. Gott sei Dank hatten wir... Okay, wir haben wieder... Das ist hier schon mal passiert, dass einige Tonnen an Müll quasi zu uns zurückgekommen sind, die wir versucht haben, ins Ausland zu exportieren. Environmentalists finden das doof und die Foreign Relations, dass wir unseren Müll exportieren, leiden auch darunter. Das hatten wir schon mal beim letzten Stream. Tja, wie ist das denn? Wie ist das denn passiert? Anscheinend gibt es einen Bug, dass der einfach nächste Runde macht, wenn ich zu lange raus bin, weil ich hatte jetzt irgendwie andere Fenster offen. Okay, es hat uns nicht geschadet, weil wir können maximal 40 haben. Das heißt, wir hatten von der letzten Runde noch 16 und wir haben jetzt 20 dazu bekommen. Das gibt uns die Möglichkeit, dass wir jetzt größere Dinge vielleicht verabschieden. Ich klicke ganz schnell unsere Probleme durch, was sich geändert hat. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist ganz leicht nach oben gegangen. Unsere Verschmutzung geht weiter nach unten. Das ist schön. Die Proteste gehen nach unten. Sehr gut. Gig Economy geht ein kleines bisschen runter. Die Wasserknappheit ist weiter am Sinken, am Tun. Das ist toll. Unsere Fettleibigkeit stagniert. Doctor Strikes gehen runter. Da sehen wir eine direkte Auswirkung von den 4 Milliarden, die wir ins Gesundheitssystem gesteckt haben. Das war dasselbe. Die überfüllten Krankenhäuser haben auch einen Dip nach unten. Krass. Wahrscheinlich ist das nächste Runde vorbei. Das ist ja großartig. Und die Asthma-Epidemie geht auch nach unten. Hui. Und unser Defizit ist 10. Die Weltwirtschaft geht auch gerade zurück. Lass uns mal schauen, ob wir entweder noch irgendwo Geld einnehmen können oder... Nee, du wolltest erstmal noch eine Idee fürs Gesundheitswesen? Nee, das hatten wir vorhin. Das hatten wir jetzt gerade gemacht. Da haben wir 4 Milliarden rein investiert. Genau. Dann wären wir wieder bei Wirtschaft oder Umwelt. Genau. Unsere Umwelt sieht gut aus, hier die Pollution. Der Trend geht runter. Es flacht natürlich langsam ab. Aber ich hätte jetzt gesagt, die Wirtschaft ist am Schrumpfen. Die Weltwirtschaft ist am Schrumpfen. Wir sind in einem Defizit. Ich würde jetzt mit den 36 tatsächlich mal auf Economy gucken, was wir da an spannenden Sachen haben. Ja, sehr gern. Also Economy, hier können wir jetzt jede Menge tun, bis auf Capital Controls. Die kosten 50. Ja, wir haben sehr, sehr viel. Technology Grants sind aber relativ günstig. Ich guck mal, was mir ins Auge springt. Raumfahrtprogramm oder Marsprogramm kostet super viel. Würde ich nicht machen. Green Electronics Initiative. Das finde ich gut. Ist sehr teuer vom politischen Kapital her gesehen. Also sorgt dafür, dass die ganzen Elektro, dass wir Elektroschrott zurückfahren und wir nutzen sauberere Generierung von Rohstoffen, also Mining und Upcycling-Projekte. Ja. Finde ich gut, ist relativ günstig, kostet nur sehr viel Einfluss. Ja, und dass das so viel politisches Kapital kostet, ist auch komplett nachvollziehbar, weil du ja in den kompletten Kreislauf von der Produktion über den Konsum bis zur Verwertung eingreifst. Ja. Normalerweise, auch hier können wir wieder sagen, wir machen das einfach. Aber wenn man es in echt machen würde, müsste man so viele kleine Stellschrauben ansetzen und mit so vielen Leuten versuchen, mit Unternehmen, mit Interessenverbänden, wahrscheinlich, also einfach in einen Aushandlungsprozess zu gehen, dass ich nachvollziehen kann, warum das so viel politisches Kapital kostet. Ja. Ja, das, aber ich würde jetzt sagen, okay, wir haben zwar 36, aber das ist eins von den teuren, das ist mir direkt ins Auge gefallen. Es macht was für die Energieeffizienz, das heißt, es wirkt sich, wird sich auf die Verschmutzung auch
auswirken. Das ist jetzt nichts, was für die Wirtschaft tatsächlich da ist jetzt gerade. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Genau. Also auch da ist ja wieder die Frage, wonach richtet man seine politischen Entscheidungen? Und in unserem Fall ist es zum Beispiel auch so, dass wir gesagt haben, ja, wir haben halt eine Klimakrise und Wasser und so. Wir wollen, dass es Leuten in anderen Ländern besser geht. Wir wollen die internationalen Beziehungen stärken. Also irgendwie, wir versuchen gerade schon so ein bisschen einen schönen Ort zu bauen, wo sich ganz viele Leute wohlfühlen. Und es geht immer auf Kosten von irgendwem anders. Und in dem Fall ist es halt so, dass es die Kapitalisten halt nicht so wahnsinnig gut finden. Nee. Aber es gibt halt keinen Utopia, von daher. Genau, so. Also und wir haben für uns entschieden, dass das richtig ist. Also führen wir das jetzt mal ein. Und ist sehr günstig. Energieeffizienz steigt um 4%. Das ist krass. Pollution direkt minus 2,5, wenn wir es so auf der Mitte lassen. CO2-Emissionen gehen auch davon nochmal runter um 5%. Das ist wirklich krass. Kapitalisten minus 2,5. Ja, also da würde ich sagen, da können wir auch tatsächlich nochmal, ja, weiß ich nicht, ob wir da direkt voll reingehen wollen. Aber eigentlich schon. Eigentlich schon. Also ja. Dann machen also wir es schadet nichts. Genau, machen wir es uneigentlich auch, also apply. Fredinator, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Hallo. Genau, dann haben wir das gemacht. Das heißt, wir haben unser... wir haben noch 13. Wir könnten jetzt mal gucken, welche Gesetze wir hier noch haben, die wir vielleicht noch mal anfassen können. Oh, eine Sache fällt mir noch ein. Wir haben doch... ich will das jetzt auf jeden Fall mal... Wir haben noch ein Wahlversprechen, das offen ist. Oh ja, stimmt. Gut, dass du sagst. Ja. Wir haben noch 10 Runden, um das zu erfüllen. Executive Term Length. Da brauchen wir 18 politisches Kapital, um dieses Wahlversprechen zu machen. Indem wir das von 5 Jahren, was es aktuell ist, auf 4 Jahre Amtszeit runtersetzen. Dafür haben wir jetzt gerade leider nicht mehr das politische Kapital. Aber... Das heißt, hier können wir das finden. Executive Term Length ist da. Das müssen wir im Auge behalten, weil da haben wir ein Wahlversprechen gemacht, dass wir das runtersetzen. Wird sich auf die Demokratie positiv auswirken und auch auf die Liberalen. Genau, es ist halt ein Jahr weniger. In dem Fall eine einzelne Person Macht auf sich konzentriert und damit ein Jahr eher, dass Wahlbevölkerung sagen kann, ja oder nein. Und das wollen wir nicht. Und das fördert wiederum die Demokratie. Ja. Das ist die Idee dahinter. Was halt da total spannend ist, noch die Frage, was ist eigentlich ein Wahlversprechen? Also Parteien treten ja zur Wahl an mit einem Wahlprogramm, wo da steht, wir treten, also wofür sie stehen, was sie wollen. Und im Idealfall steht auch eine Idee drin, wie sie es umsetzen wollen. Also nicht nur eine schöne Überschrift, sondern idealerweise auch ein bisschen konkreter. Ja. Und vom Prinzip, das ist halt das politische Programm, mit dem sie antreten. Das wollen sie natürlich gerne umsetzen. Und das ist im Endeffekt ja aber auch das Wahlversprechen. Häufig wiederum wird das so zusammengedampft in Überschriften, in Wahlkampfslogans, dass da ganz viel anderes runterfällt. Und wenn du dann dort noch diese 3, 4 schlagenden Slogans hast, und dann bist du eine Koalitionsregierung. In Sachsen-Anhalt haben wir 3 Parteien, die an der Regierung beteiligt sind. Also wir haben die CDU, die SPD und die Grünen. Die müssen irgendwie versuchen, sich zu einigen, dass die nicht alle das umsetzen können, was sie versprochen haben. Das ist halt so. Ja. Man könnte jetzt das umdrehen und könnte sagen, wir als Bürgerinnen und Bürger oder so könnten ja auch etwas dafür tun, dass sie es schaffen. Also indem wir den politischen Druck erhöhen, indem wir das Petitionen in diesem Themenbereich einfügen, indem wir uns engagieren in Vereinen, Verbänden, wie auch immer. Die Medien könnten drauf gucken. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten zu intervenieren. Und apropos Medien,
Die Süddeutsche hat in ihrer Online-Ausgabe einen Tracker, also aus dem Koalitionsvertrag, welche Dinge aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt worden sind und welche nicht. Das ist super spannend. Mit Beginn der Pandemie, es steht halt nicht da, welche neuen Probleme gelöst werden mussten. Also ja, das tracken sie halt nicht parallel mit, von daher ging es an der Stelle nur bedingt vorwärts. Ja. Aber das ist halt, Politik ist halt Leben, das passiert. Und die müssen immer irgendwie reagieren. Und nicht nur die Kanzlerin muss reagieren, sondern das geht halt einmal durch die Ministerialbürokratie. Ja. Und ja, das muss man irgendwie organisiert kriegen. Ja, okay, das war ein bisschen eine lange Antwort für die eigentlich relativ einfache Frage, aber Nein, sag nicht, dass das jetzt zu lang war. Ich fand das genau richtig. Wir haben hier Zeit, das Internet ist groß und wir haben Platz und wenn dir so ein Gedanke kommt, dann sprich ihn aus und beschränk dich nicht. Ich glaube, der Chat ist, was das angeht, auf meiner Seite. Fass dich nicht zu kurz. Oder Chat. ich hätte jetzt gesagt 13 politisches Kapital, da können wir trotzdem nochmal in die Wirtschaft, in die Economy reingucken. Unsere Auswahl wird dann geringer. Gerne länger, wird hier gesagt. Von Horsti. Also, danke. Richtig. Workers on Boards hatten wir, greift jetzt nicht direkt unsere Probleme an, die wir hatten. Könnten wir machen. Wir haben noch dieses nationale Business Council, was war zur Abwechslung tatsächlich der Kapitalist mal gut findet. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts, was direkt hilft. Vielleicht bei den Steuern nochmal. Wenn dich jetzt nicht sofort was direkt anspricht, können wir hier nochmal gucken. Haben wir vergessen, die Recreational Drug Tax? Könnten wir da nochmal drauf gucken, bitte? Ja, wir haben Drogen noch nicht legalisiert. Ach, das war Democracy 3, wo wir Drogen legalisiert haben und gleichzeitig die Steuer eingeführt haben, damit wir dran verdienen. Genau. Und dann haben wir sie aber nicht so hoch gesetzt, damit sich kein Schwarzmarkt bildet. Ich erinnere mich ja. Okay. Genau. Mal gucken, ob das hier auch kommt. Ja, also wir können mal gerade bei den Drogen gucken. Wo haben wir denn hier die Drogen? Drogen. Hier wahrscheinlich. Genau. Drogen sind verboten. Wir bräuchten 16 politisches Kapital. Wir haben genau 3 nicht, um medizinisches Cannabis zu erlauben. Das nächste war, das, wofür schon 32 verbrauchen, wäre Altersbeschränkung für Cannabis. Und dann Legalisierung von Cannabis, da brauchen wir auch 32 für. Spannend. Legalize LSD, oh Gott. Heroin legalisieren und alle Drogen legalisieren. Okay, spannend. Medizinisches Cannabis und Altersbeschränkungen für Cannabis. Ich meine mich zu erinnern, dass wir uns bei Democracy 3 entschieden haben, das Alterslimit einzuführen. Mit dem Argument, bei Alkohol geht es ja auch mit dem Alterslimit, warum nicht hier? Ja, ich glaube aber, da war noch, also medizinische, diesen Punkt gab es gar nicht in dem anderen Spiel. Also, das weiß ich nicht. Glaube ich schon, aber das behalten wir mal im Hinterkopf. Das können wir jetzt nicht machen, aber das wäre vielleicht was für nächste Runde, dass wir das machen. Beziehungsweise wir könnten jetzt sagen, okay, ach, wir wollten nächste Runde hier erstmal unser Wahlversprechen einlösen, ne? Ach ja, stimmt. Wir wollten noch uns beschränken in unserer Amtszeit. Wir wollten eine Woche weniger spielen. Ja. Genau, eine Amtszeit weniger. Tja. Ist übrigens total gut, dass Edelhack schon so lange dabei ist und er augenscheinlich ein verdammt gutes Gedächtnis hat. Danke. Das medizinische Marihuana gab es in 3 noch nicht. Ja. Danke. Genau, herzlichen Dank.
Ich würde jetzt mal, Economy und Tax hat mich jetzt nicht direkt noch was angesprochen für 13, für die verbleibenden 13 politischen Einfluss. Das hier fände ich ganz gut. Wo wir hier direkt drauf sind. Drug Treatment Scheme sorgt dafür, dass der Drogenkonsum runtergeht. Könnten wir, ist gut für unser Gesundheitssystem, ist gut für die Gesundheit an sich. Wenn wir eh anfangen wollen zu legalisieren, können wir das jetzt noch einführen, weil es wird gegen Abhängigkeiten auf jeden Fall entgegenwirken. Ja. Und kostet nichts. Also ich bin total dabei. Also es geht ja hier um, es geht ja um die Leute, es geht darum, Leuten zu helfen, die Hilfe wollen. Und ja, dann, da es uns nichts kostet, würde ich das direkt hier hochsetzen auf Maximum und das sorgt für 4,39 für Gesundheit. Okay, 5, die nehmen wir mit rüber, würde ich jetzt sagen. Mhm. Alles klar. Nächste Runde. Ich glaube übrigens, dass wir da nochmal über den Drogenkonsum reden müssen. Denn Cannabis ist kein Brokkoli, um Horsti zu zitieren. Ja, Cannabis ist kein Brokkoli. Das ist, ist total richtig. Auf jeden Fall. Oh, so, Hazel Adams möchte wieder was. Unsere Ministerin. Möchte mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, so wie es aussieht. Sie schlägt vor, wir gucken uns die Politik mal an, Low MPG Cars. Low MPG ist, glaube ich, wenig effiziente Motoren. Diesel sind relativ effizient, aber es geht hier darum, dass du hohen Verbrauch bestrafst. Ich habe übrigens rausgefunden, dass die Abkürzung MPG für Miles per Gallon steht. Also ja, okay. Reichweite. Ja, genau. Also für Fahrzeuge mit hohem Benzinverbrauch. Also geringe, wenig Reichweite pro Gallone Sprit. Das schlägt sie vor. Ist keine schlechte Idee, kostet uns 25. Sollte uns auch 25 kosten, weil wenn wir es verbieten, ja, haben halt super viele Leute im Zweifelsfall kein Auto mehr, das sie nutzen können. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob unser Transportsystem das ausgleichen kann. Außer wir sagen, wir fördern parallel noch irgendwas mit. Keine Ahnung, neue Autos. Ich glaube, da gab es irgendwas. Das müssten wir uns aber leisten können. Ja, New Car Subsidies haben wir hier auch. Also ich glaube, beides in Kombination könnte ich mir super gut vorstellen. Ja. Wir hatten jetzt eigentlich einen anderen Plan. Also Car-Usage geht runter, CO2-Emissionen gehen runter. Das geht runter. Es ist tatsächlich eine gute Politik, wie ich finde, und es kostet kaum etwas, weil es ein Verbot ist. Genau, weil wir bezahlen es ja nicht, sondern die Verbraucher bezahlen es, beziehungsweise die Unternehmen, weil sie eine neue Flotte brauchen oder ein neues Privatauto. Allerdings, wenn wir ein Land wären, aber wir spielen halt Großbritannien mit einer ausgeprägten Autoindustrie, dann wäre das schon wieder total interessant, weil dann würde man den Binnenkonsum mit anregen und durch deren Lieferketten beispielsweise in andere europäische Länder würden wir, oder auch darüber hinaus, würden wir zugleich auch noch die Wirtschaft in anderen Staaten fördern, was bedeutet, dass die mehr Geld haben, dass sie dann wieder in deutsche Produkte investieren können. Ja. Na gut. Also insofern für Großbritannien lohnt sich es wahrscheinlich nicht, würden wir doch. Großbritannien hat auch eine durchaus signifikante Autobauerindustrie. Also ich meine, ne, Vauxhall ist Opel oder General Motors mittlerweile, aber die haben ja auch Rover, Aston Martin, okay, Aston Martin gehört zu BMW, aber trotzdem haben die große Werke in UK. Also die Autoindustrie ist nicht unbedeutend in England und Wales und Schottland und Nordirland. Du hast völlig recht und jetzt, wo du es sagst, muss ich mal kurz den Realitätscheck machen und überlege gerade, wie der Brexit, der ja eigentlich Ende des Jahres stattfinden soll, für den es ja nach wie vor keinen Vertrag gibt, sich auf diese Unternehmen auswirken. Das muss doch für die totale Katastrophe sein. Gar nicht zu wissen, wie es weitergeht, die Lieferketten nicht abdecken zu können,
Da ist ja gerade noch gar nichts richtig geklärt. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was mit denen ist. Habe ich auch so noch nichts drüber gelesen. Aber Brexit wird ja auch meistens eher als das politiktheoretisch so. Ab und zu hört man mal so eine Stimme. Also ich habe jetzt öfter schon mal was von irgendwelchen Fischern gehört, aber das sind die einzigen Geschichten, die ich irgendwie höre. Ja, ich glaube, das große, also ist mein Eindruck. Weil auch das verfolge ich wirklich nur so am Rande und eben aus dieser politiktheoretischen Perspektive, was macht das eigentlich irgendwie mit Europa oder mit dieser deutschen Brille, was macht das so mit dem Machtfaktor? Da ja. denke ich mal drüber nach, aber da beschäftige ich mich jetzt nicht wissenschaftlich irgendwie klassisch damit. Ja, ich schreibe mir mal dieses hier tatsächlich auf, hier auf einen Schmierzettel mit, ich habe doch hier... Achso, ich habe meine Textmarker jetzt schon wieder weggeräumt, weil ich damit ja durch war. Ich dachte, ich streiche es mir jetzt hier mal fluoreszent an. Aber nee, meine Textmarker. Ah, ich habe hier noch einen. Ich habe den nicht fluoreszenten Textmarker, den blauen, nicht weggeräumt, aber dann fällt es mir ins Auge. So. Den blauen benutze ich nur so nebenbei. Den blauen benutze ich, wenn ich irgendwas einscanne. Weil ein Scanner hat kein UV-Licht und ein gelber Textmarker oder ein orangener Textmarker sieht beim Einscannen richtig doof aus. Wenn man irgendwas markieren will für Einscans, die farbig sind, blau oder grün, Pro-Tipp. Ja? Gelb sieht aus, als ob das Papier an der Stelle verblichen ist. Das war es erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.